Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Im letzten Part ist O'Connor ein bisschen durchgedreht, denn er scheint immer noch Gefühle für Juni zu haben und er will auf gar keinen Fall, dass sie jetzt hier verurteilt wird. Deswegen behauptet er jetzt wieder, dass er in Wahrheit der Killer war, um dann Freispruch für sie zu erzielen. Und da analysieren wir jetzt gerade seine Emotionen, die vor allem bei der Aussage hier, finde ich, nicht so ganz passen. In short, I'm the killer, also kurz gesagt, ich war der Mörder oder ich bin der Mörder, weil da ist er jetzt traurig. Und das passt eigentlich nicht, weil er will ja eben Juni helfen. Hier freut er sich ja enorm, wenn Juni dann freigesprochen wird. Und warum sollte er dann traurig sein? Deswegen, das will ich mir mal genauer angucken. Got it! Das war falsch. Okay, na gut. Da muss ich wohl noch mehr durchtesten. Mr. O'Connor, this emotion is inconsistent with your testimony. You don't know what you're talking about. I take joy in my intellect. Feel anger toward your superficiality. Suffer sadness at the world's ephemerality. Hör auf, so blöde Wörter zu benutzen. And wonder at the universe's mysteries. Ah, I should have brought my dictionary to call. Ja, selbst Athena versteht's nicht. Wait, let me try that one again. I also suffer sadness at the futility of your efforts, but if you must. Okay, das ist nicht der Widerspruch. Oder die komische Emotion. Okay. Hier ist er ja auf dem Campus wie wild durch die Gegend gerannt. Also es ist ja immer noch so, beim letzten Mal hat er auch behauptet, er war das gar nicht bei der Scheinverhandlung. Er hatte da ein Body-Double, das es für ihn gemacht hat. Toll. ich meine, dass hier Schock ist. Ja, okay, doch, das ist schon überraschend, weil alle anderen sind geschockt, als er das gesagt hat, dass er ein Body-Double hat. Aber er selber, warum sollte er selber geschockt sein? Wenn das wirklich so war, wusste er das ja. Also warum sollte er geschockt sein? Mach ich mal das. Auch nicht. Okay. Ist gar nicht so einfach, aber ich bin wie immer froh, dass man bei dem Emotionsgedöns keine Leben verlieren kann. Weil das kann ich irgendwie immer nicht so gut. Das ist aber auch nicht so einfach immer, finde ich. Das ist halt auch nicht so eindeutig, wie jetzt einen Widerspruch finden zu müssen, wisst ihr? Weil das ist halt etwas ganz Klares, was den Fakten halt widerspricht. Und hier so Emotionen sind halt nicht so ganz faktenbehaftet, oftmals. Deswegen ist da auch schwieriger, finde ich, das Richtige zu finden. Vielleicht auch das hier, dass er einfach gar keine Emotionen hat. Aber, weiß nicht. Hab mich heimlich rausgeschlichen und mein Body-Double hat sich um die Scheinverhandlung gekümmert. Ich meine, das ist schon auch logisch, dass er... Also, überall wo er froh ist, das macht schon alles Sinn, finde ich. Vielleicht ist es halt auch irgendwo, das kann ja auch sein, dass irgendwo eine Emotion fehlt, die eigentlich da sein sollte. Das kann natürlich auch immer sein. Ja, oder vielleicht, dass hier jetzt der Schock fehlt, weil hier ist der Schock ja noch da und hier fehlt er aber plötzlich. Nein? Okay, vielleicht werde ich sogar gleich schneiden müssen und einfach alles durchprobieren müssen. Ein bisschen probiere ich es noch mit euch gemeinsam. Aber ich will ja auch Fortschritt haben. Short, I'm the killer. Ich meine, dass er hier froh ist, ist halt ein bisschen komisch. Aber er ist halt froh. Das resultiert halt eher daraus, dass er Juni ja helfen kann. Hier ist er ja übermäßig froh, weil er eben Juni helfen kann. Und da halt auch schon ein bisschen, weil dadurch, dass er sagt, dass er der Mörder war, folgt halt daraus vielleicht, dass dann Juni freigesprochen wird. Aber dass er direkt da froh ist, dass... Hey, ich habe jemanden umgebracht, cool. Ist trotzdem komisch. Machen wir mal das. Nee, okay, ich check's nicht. Ja, dann muss ich, glaube ich, echt schneiden. Einen Versuch mache ich noch mit euch gemeinsam. Wenn ich es jetzt wieder nicht hinkriege, dann werde ich schneiden. Vielleicht muss ich auch einfach alles durchprobieren. Könnte ein bisschen dauern. Aber ich weiß nicht sicher. Oder ist es hier doch die Freude? Ich meine, das haben Athena und Apollo beim letzten Mal schon erwähnt, dass er noch Gefühle für Juni übrig hat. Aber das haben wir noch nicht so allgemein irgendwie, glaube ich, geklärt. Deswegen vielleicht ist es ja auch das. Nee, okay, das steht schon fest irgendwie, ja. Okay, dann werde ich durchprobieren. Und gleich sehen wir uns wieder, wenn ich dann rausgefunden habe, was man hier für eine Emotion präsentieren muss. Gar nicht so einfach. Aha, okay, hier, wo er darüber gesprochen hat, dass gar nicht er verloren hat, sondern sein Buddy, oder fast verloren hat, dass sein Buddy-Double fast verloren hätte, da war er nicht froh und das ist komisch. Ja, okay. I didn't almost lose, you say. Very odd. You exhibited happiness the entire time, except during the statements.
Ja, das stimmt schon. Das war schon ein bisschen auffällig, dass da gar keine Emotionen waren. Aber ich dachte halt, er hat ja da wirklich nur über das Body-Double gesprochen. Und ich dachte halt, er hätte deswegen keine Emotionen, weil es da halt um das Body-Double ging und nicht um ihn selber. Wisst ihr? Deswegen hatte er keine Emotionen dazu. Aber das war schon komisch, stimmt schon. Ich hab's jetzt relativ schnell noch gefunden. Ach, you don't know when to give up. Wait, now that I think about it. No, don't. Stop making stuff up. When I left the lecture hall. It was during Professor Mean's pre-trial speech. That's when I moved the body. I then slipped back in just before the verdict. So you're saying you were there the moment your double, oder ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt im Englischen auch double wie im Deutschen oder eher double halt normal ausgesprochen wird. Ich bin mir nicht sicher. Was about to lose? Warte mal, ich will mal kurz nachgucken. Ja, wird im Englischen schon double ausgesprochen. Werde ich mir jetzt dann angewöhnen. So you're saying you were there the moment your double was about to lose. Yes, I was. Naturally, I wasn't happy when I saw that. In any case, I was at the far end of the lecture hall behind the screen. I figured no one would see me if I came and went through the doors there. Objection! He had no objection. Sucks, Dolo. How much longer will you indulge him in this charade? Well, it's true that none in the audience might see him go through either of those doors. The faculty seats on the balconies are a different story and have a splendid view. I thought you could do better than that. The lawyer's bench is on the right side when facing the front of the hall. I used the door on the right side near the lawyer's bench. That means my movements were only visible to someone in the left balcony seat. But that seat was empty at the time, which is only natural. After all, it belonged to Professor Cord, and as we all know, she was already dead by then. Oh God, that can't be right. An empty balcony seat on the left side contradicts this piece of evidence. Okay, also er sagt, dass der auf der linken Seite bei dem Balkon, dass da niemand war, weil von da aus hätte man ihn sehen können, wie er da wieder reingelaufen ist oder wie er da zugeschaut hat. Und er sagt, da war niemand, aber doch, da war schon jemand. Ja, warte. Warte mal kurz. Haben wir. Ich muss die Beweise durchgucken. Ist wieder eine neue Aufnahmesession für mich, deswegen ich habe wieder alles vergessen, bestimmt. ne, nicht den Tape Recorder. Habe ich das nicht irgendwo? Das Bild auch von Shuni, wo sie zu sehen. Also die Videoaufzeichnung halt vom Mock Trial. Habe ich das nicht? Das habe ich doch, oder? Weil da. Ich bin mir nicht sicher, aber da hat man bestimmt sehen können, ob da jemand saß oder nicht. Oder? Ja, das ist nur das Tape mit You're a Goner. Ja, habe ich das echt nicht? What the fuck? What? Das ist ja scheiße. Tja. Aber hab ich dann was da ein Widerspruch ist? Aber nochmal die Karte kurz. Also da an der linken Seite, wo Professor Means eben sitzen sollte. Von da aus. An empty balcony seat on the left side contradicts this piece of evidence. Also, irgendjemand saß da schon. Anscheinend. Da auf der linken Seite. Ich weiß es nicht. Also Cord kann da ja wirklich nicht gesessen haben. Die war ja schon tot. Das ist richtig. Aber irgendjemand anderes dann. Aber wer denn ansonsten eigentlich? Weiß ich jetzt auch nicht. Und ich habe einen Beweis, der den Widerspruch da aufzeigt, dass da schon jemand saß oder dass da irgendjemand war. What? Wie? Wie will ich das denn zeigen? Ja, das hat ja damit nichts zu tun, das Zeug hier. Das ist ja nur für die Stage. Wir haben relativ wenig Beweise für die Scheinverhandlung an sich. Ja, am ehesten halt die Karte, aber ich weiß nicht genau warum. Ehrlich gesagt. Aber es muss eigentlich fast die Karte sein, oder? Ich rate jetzt mal. Take that!
Ja, stimmt. I have no idea where this contradiction is going. But I don't have any other moves at this point. Guess I just have to follow it and see where this takes me. You said the left balcony seat was empty, but was it really? I saw it with my own eyes. It was definitely empty. But what about this diagram? According to this, Professor Means was supposed to be seated in the left balcony. Seat. Achso, da bin ich eigentlich komplett dumm. Ich hab's ja genau gesagt. Da steht ja sogar Means. Ich Vollidiot, hab da irgendwie Court gelesen oder so. Ich bin so dumm. Sorry. Okay, da habe ich's ja quasi doch herausgefunden. Okay, alles klar. Genau, und Means war ja schon da. But if you left the lecture hall during this pre-trial speech, he would have been standing there at his seat addressing the students and faculty. Ah, no, this can't be right. Boah, es geht aber ziemlich langsam nach unten. You do no one any favor by exposing the falsities of this confession. I've told plenty of lies so far, but this part is true, I tell you. There was nobody in the left balcony seat. You gotta believe me. Das glaube ich ihm sogar, weil Means ist ja eh komisch. Und wenn Means irgendwas Komisches gemacht hat, da glaube ich ihm. It doesn't seem like he's lying this time. Okay, Mr. O'Connor, let's have you testify again, but this time don't spare any details. You got it. I repeat it as many times as you'd like. I mean, my ingenious escape. Act warrants repeating, considering I'm the real killer. All I really care about is whether that seat was empty or not. Okay. Update. The second floor was deserted. Okay. Genau, da im zweiten Stock war niemand. Ah, was ganz Neues hat er jetzt. Why won't you believe me? It's true, I tell you. Warum glaubst du mir nicht? Es stimmt. Es stimmt wirklich. Er ist jetzt auch wütend. Ja, das kann ich verstehen. Okay, das ist sogar auch ein bisschen neu. I went out through the back door without anyone noticing. Ich habe mich durch die Hintertür rausgeschlichen, ohne dass es jemand bemerkt hat. Oh Gott. Then all I had to do was go through the empty audio control room. Okay, alles, was ich dann noch machen musste, war durch den leeren Audio Control Room zu gehen. Da, wo Juniper auch immer hin und her gelaufen ist, um die Audio zu checken. It leads into the hallway, so I was perfectly capable of moving the body. Okay, der führt dann in den Korridor und von da aus war es mir dann möglich, die Leiche zu bewegen. Warte mal, ist das so? Das ist doch gar nicht so, oder? Weil die Lecture Hall betritt man. Also, ich meine, wir haben die ja vom Gang aus auch betreten. Wenn man die vom Gang aus, vom Korridor aus betritt, dann kommt man doch oben bei den Sitzen raus, wo die ganzen Studenten halt sind. Und eben nicht beim Audio Control Room, oder? Aber ich meine, andererseits, es gab ja auch eine Hintertür. Und vielleicht führt die halt dann zu einem anderen Korridor. Kann ja da mehrere Korridore geben. In dieser großen Akademie. Das ist ja durchaus möglich. Ich muss ja sowieso wieder emotionsmäßig irgendwas anstellen. Okay, da war er froh, als er entkommen konnte. Das ist okay. Hier war er übermäßig traurig. Das ist komisch. Ich meine, da ist ja eigentlich... Also er hätte ja damit rechnen müssen, dass da vielleicht Juni gerade ist. Vielleicht war er traurig, weil vielleicht wollte er eigentlich Juni sehen, aber sie war noch nicht da. Und das... Vielleicht deswegen? Die restlichen Emotionen machen Sinn, finde ich. Ja, aber das hier ist halt sehr komisch. Das machen wir auf jeden Fall mal. Vor allem so eine übermäßige Traurigkeit. Gerade! Das war jetzt viel einfacher zum Beispiel. I detected powerful sadness and fear right after you said this part. It's as if you'd said something you shouldn't have. What's wrong with you? You shouldn't reveal a person's inner feelings for all to see. Mr. O'Connor, it's you who is revealing your inner emotions by the way you speak. Plus, I have a good idea about why you're feeling sad. Ugh, you're a horrible person. Can you just leave me be? You said that you went through the empty audio control room. But that's not true, is it? There was someone who returned from there once Professor Means finished his speech. And that someone who was in the audio control room was... Okay, also es gab... Er hat ja behauptet, der war leer. Als er durchgelaufen ist, aber da war doch jemand drin. Und das war wer?
Ja, das muss ja Chuni sein. Sie ist ja die Einzige, die da immer hin und her gelaufen ist, um die Audio eben zu checken. Aber warum war er dann übermäßig traurig oder ängstlich? Das verstehe ich nicht ganz. Aber es muss halt Chuni sein. Take that! I know you realize there was a problem with your statement as you were saying it. That's why you felt so uneasy. If the audio control room really was empty, that would mean Miss Woods was roaming around the campus. Achso, ja, okay, das stimmt. Mr. O'Connor, if you really want to protect Miss Woods, just tell the truth. If you believe in her, revealing the truth is the same as protecting her. Juniper's innocent. That's the truth. But in this dark age of the law, the truth can be easily twisted to serve anyone's needs. When the end justifies the means, your only choice is to fight back with lies. Weiß ich nicht. Hugh's heart won't hold out under this battle between truth and lies. Is there something I can do to make him recant, glaube ich, his false testimony? I fear nothing now that I have lost everything. Go ahead, Prosecutor Blackwell. Cut me down if you wish. Thought you'd never ask. With you gone, we may swiftly proceed to a verdict. Oh nein. Und es ist soweit. Wieder mal der Schock, obwohl es schon tausendmal passiert ist. Ich broke out of his shackles again. Könnte man die mal ein bisschen fester machen, bitte? I don't want to be the poor countdown at the detention center. Interference to your valor. I will limit your suffering with one key. Nee, nicht umbringen, bitte. Could you wait just one moment before you cut him down? Do not come between a samurai and... I never learned about this in law school. Careful, prosecutor. Remember that shocking experience you had last time. Das stimmt. Very well, Golden Boy may live for now. Okay. Puh, aber dann würde ich erstmal sagen, bevor das hier völlig eskaliert, war es hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Beim nächsten Mal wird es dann mit O'Connor weitergehen, der wirklich jetzt nur noch am Herumlügen ist. Er will zwar Chuni unbedingt beschützen, aber der soll mal Vertrauen in uns haben, dass, wenn er die Wahrheit erzählt, dass wir das dann auch hinbekommen werden, Chuni freizusprechen, weil seine Lügen bringen nämlich gar nichts, eher das Gegenteil, weil wir decken die alle auf und jetzt sieht es eher noch schlechter für Chuni aus als zuvor. Also er soll einfach die Wahrheit sagen und dann wird es hoffentlich alles funktionieren. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.